Meine Damen, meine Herren, die Würfel sind gefallen. Das Ergebnis des Back to 2010 Re-Let's Play Votings steht fest. Ja, oh Gott, was für ein Wort. Unfassbar, ich will schon völlig außer Atem. Ja, eine Woche hattet ihr Zeit, ein Re-Let's Play zu wählen aus 5 Vorschlägen, die ich euch gemacht hatte. Ja, ein Re-Let's Play aus dem Jahr 2010, beziehungsweise Golden Axe Warrior war sogar aus dem Jahr 2009. Wollte ich aber nicht so eng sehen. Egal. Ja, es war auf jeden Fall eine relativ knappe Kiste, muss ich sagen. Relativ zu Beginn hat sich noch kein wirklicher Sieger abgezeichnet. Es wurde bis zuletzt ein Dreikampf zwischen den drei N64-Titeln, nämlich zwischen Tonic Trouble, Bug Bumble und Pilotwings 64. Da war lange Zeit der Sieger nicht abzusehen. Gegen Samstag hat sich dann allerdings doch abgezeichnet, wer der Sieger sein würde. Und ja, so ist es dann auch geblieben. Aber was soll ich sagen, ja, zwei Titel waren leider völlig chancenlos. Und das waren zum einen Golden Axe Warrior, was nur relativ wenige Stimmen bekommen hat. Und ja, Cheese Catastrophe. Cheese Catastrophe, das ist ein absolutes Novum bisher bei solchen Votings, die ich bisher gemacht habe. 0 Stimmen. Hatte ich bisher noch nie, dass wenn ich bei irgendeinem Voting mal was gemacht habe, dass da mal im Vorschlag keine Stimme bekommen hat. Ja, Cheese Catastrophe komplett chancenlos mit 0 Stimmen raus. Also, wow, wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, hätte ich vielleicht doch eher Suhl zur Auswahl gestellt. Aber hey, ist so. Ja, das heißt, keine Sega-Action, zumindest keine Sega-Action aus dem Jahr 2010 mehr auf diesem Kanal. Aber, wie gesagt, das Ergebnis, die Wahl fiel auf 3 N64-Titel. Aber es konnten ja nur einen Sieger geben und ein Titel hat sich dann letztendlich durchgesetzt. Und welcher Titel das ist? Haha, das erfahrt ihr jetzt. Ja, Leute, der Sieger ist Pilotwings 64. Das Re-Let's Play eines meiner erfolgreichsten Projekte aus dem Jahr 2010 steht damit in Kürze bevor. Der Birdman-Modus kehrt zurück auf diesen Kanal. Unfassbar. Der Original-Birdman-Modus kehrt zurück. Haha, das ist doch eine tolle Wahl, die ihr da getroffen habt. Jetzt, da das Voting vorbei ist, sag ich ganz ehrlich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass es entweder Pilotwings 64 oder Golden Axe Warrior werden. Insofern bin ich mit dieser Wahl wirklich sehr zufrieden. Und ja, ich werde natürlich mein Bestes geben, euch diesen Titel nochmal so gut wie es geht zu präsentieren. Wirklich mit allen Abzeichen, mit dem Birdman-Modus, mit Entspannungsparts etc. etc. Das Ganze wird jetzt ab Donnerstag losgehen. Wird dann parallel zu South Park dann mein absolutes Primärprojekt. Und das dann wahrscheinlich auch wirklich bis bis zu meiner Rente? Nein. Bis zu meiner Sommerpause. Bis zu meiner Sommerpause, dann werden euch wahrscheinlich South Park und Pilotwings noch begleiten. Und ja, dann mache ich erstmal eine kleine Sommerpause und dann geht's nach der Sommerpause mit kleineren Projekten weiter. Und ja, dann wird man mal sehen. Aber ja, das auf jeden Fall nochmal ein größeres Projekt vorne dran. Das pack ich euch noch oben drauf, das Back to 2010 Re-Let's Play-Gedöns. Pilotwings 64. Wie gesagt, am Donnerstag geht's los. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf, weil das ist wirklich ein grandioses Spiel, ein wunderbarer Flugsimulator. Und ja, den muss man eigentlich kennen, den muss man mal gesehen haben, den Vorgänger zu Pilotwings Resort, wirklich großartig. Und insofern hoffe ich, dass alle, die dafür gewotet haben, vielleicht ab und zu mal reinschauen. Würde mich sehr freuen, gerade bei diesem Projekt, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Das wäre sehr schön. Ja, Leute, okay. Ansonsten nochmal vielen Dank für eure zahlreichen Votings. Das hat doch wirklich Spaß gemacht.
Und ansonsten, ja, sage ich bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei meinem Re-Let's Play von Pilotwings 64. Euer WeHawkLP.